Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute versuche ich mal etwas Neues und zwar werde ich eine dicke Rippe fertig machen. Diese möchte ich ganz gerne so fertig machen wie Spare Ribs. Das heißt, ich werde die versuchen nach der 3-2-1 Methode zu machen, in der Hoffnung, dass auch die nachher schön zart wird. Im Zweifel, also bestenfalls habe ich nachher Pulled Ribs, sodass ich sagen kann, ich habe von der dicken Rippe, kann ich das Zeug einfach abpflücken sozusagen und das Ganze lecker auf dem Brötchen legen. Wie ich das genau vorhabe und ob es klappt, seht ihr hier in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wie ihr seht, habe ich jetzt auch mal ausnahmsweise mal meine neue Schürze an, weil ich keine Lust habe, mich jetzt zu versauen, weil ich habe auch mein neues T-Shirt an. Für die Schürze bedanke ich mich nochmal bei der Firma Die Shirt Tuner. Die haben mir die Würstschürze zur Verfügung gestellt. Ich habe ja auch eine weitere verlost. Ich hoffe, dass die mittlerweile auch gut angekommen ist. Der Gutschein von denen für Neukunden, Welcome, ganz groß geschrieben, 20% gilt im Übrigen immer noch. Also, wenn ihr wirklich gute Qualität haben wollt und zu einem vernünftigen Einstiegspreis, geht einfach mal auf der Seite gucken. Was wir für die Pulled Ribs brauchen, beziehungsweise für die dicken Rippen brauchen, ist einmal Senf. Dann habe ich ja auf der, auf der Erkelenzer Grillmeisterschaft letztes Jahr das hier bekommen. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal nochmal, nicht letztes Jahr, aber im Sommer, Entschuldigung, oh Gott, letztes Jahr. Nee, habe ich im Sommer ja das hier, das Gewürz bekommen, hier das Honeyhawk Hot Barbecue Meat Church Barbecue. So, das heißt, es ist Honig, es ist scharf, es ist lecker. Ich habe es ja schon ein paar Mal probiert. Wie man sieht, es ist ja auch schon gar nicht mehr so viel drin. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Dann war ich eben beim Metzger meines Vertrauens und habe mir diese schöne dicke Rippe besorgt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich dünner haben, aber hätte ich vorbestellen müssen. Es ist halt nicht mehr Rippchenzeit, das muss man ganz klar sagen. Und ich sag mal, im Sommer kriegt man die zu jeder Zeit in Kilo. Jetzt hatten die zwei Stück da. Zwei Stück, da mache ich, also nichts ist jetzt übertrieben, aber trifft es schon ziemlich gut. Was mich an der gesamten Geschichte jetzt hier ein bisschen stört, Moment, ich zeige euch jetzt, ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher und dann bringe ich euch auch aufs Fleisch, damit ihr seht, was ich meine. So. Das ist die Rippe. Was mich an der gesamten Geschichte ein bisschen stört, ist hier diese Fettschicht. Die werde ich jetzt runternehmen. Dazu habe ich mir dann nochmal mein schönes Dickmesser geholt. Habe ich den Keller nochmal geplündert. Dann setzen wir an und parieren das einfach mal. Wenn es nicht ganz runter ist, ist nicht schlimm. Aber weitestgehend sollte schon weg sein. Nur damit die ganz dicken Schichten runter sind. Und wenn der Peter von Pitblock das hier sieht, Peter, ich bräuchte mal ein vernünftiges Brett. Eins mit Füßen, dass mir nicht die ganze Zeit wegrutscht, wenn ich hier auf dem Glastisch arbeite. Vielleicht können wir uns da mal unterhalten. Der Peter ist nämlich ein Schreiner vor dem Herrn. Also der kann, ich glaube, der kann alles. Das ist... Dann haben wir weitestgehend alles runter. Hier noch ein Stück. Den Rest können wir drauf lassen. Fett ist halt auch ein Geschmacksträger. Hier aber noch eine dicke Schicht. So. So. Hier unten drunter haben wir eine Silberhaut. Ich versuche mal, ob man die überhaupt abkriegt. Das würde jetzt aber auch nicht weiter stören, weil ich die Seite nach unten legen werde auf dem Grill. Dann würde die Silberhaut schon dafür sorgen, dass nicht so viel Saft rausläuft. Oh, scheint aber gut zu gehen. Wow. So, ab haben wir. Hier hinten haben wir noch eine Reihe Knorpel. Gucken, ob wir da so dran vorbeikommen. Oder ob ich die drin lasse. Ah, die sind hier mit in der Nähe der Knochen. Nee, die lasse ich dran.
Man muss sie ja nicht essen, aber dann kann ich jetzt hier noch so ein bisschen Fett parieren. So. Wie gesagt, hier sind die dicken Rippen, beziehungsweise die Rippen mit dem Belag. Und im besten Fall kann ich die gleich fall off the bone machen. So, jetzt nehmen wir uns, da nehme ich einen Handschuh für, weil ich das total eklig finde. So. Moment, nehmen wir aber erstmal die andere Seite. Überall ein bisschen Senf dran. Der Senf sorgt nämlich dafür, dass unser Gewürz gleich besser haftet. So. Mehr brauchen wir nicht, deswegen konnte ich es abstreichen. Weil Fleisch im Senf möchte ich jetzt auch nicht haben. So, und dann nehmen wir uns das Pulver Piggy. Honey Hot Hog. Honey Hog Hot. Oh Gott. Versuchen es mit einer Hand aufzumachen. Und streuen das mal hier großzügig drauf. Ich bin Rechtshänder, deshalb bin ich da so ein bisschen ungeschickt. So, jetzt kommt es auch. Gibt da kein zu viel. Was in dem Fall, weil die Rippen mal so dick sind, da kann halt ordentlich Geschmack dran. Und da ich sie nicht spritze, wie ich es beim normalen Pulled Pork schon mal gemacht habe, muss ich halt an Gewürz das nutzen, was drauf ist. So, aber verschwenden wollen wir auch nichts, deswegen tue ich das jetzt nochmal so hier drauf. Jetzt bereite ich den Grill vor und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Mein neues Inkbird. Vielen Dank nochmal an Dennis von Grumpy Griller und Mark von Daughters in Set Sizzle Zone. Dennis, weil er es verlost hat und Mark, weil er zugunsten meiner auf den Gewinn verzichtet hat. So. Ah, die Scheiße in der Rennerei. Ich bin total erkältet. Das ist nicht gut. Kriege ich keine Luft. Das Ganze funktioniert noch per Bluetooth. Ich werde das gleich noch mit meinem Handy verbinden. Was ich brauche, ist einmal die Probe für den Innenraum. Die kommt hier auf so eine Klammer. Da sind mir übrigens mehrere von bei. Also insofern, man kann rein theoretisch auf mehreren Höhen die Temperatur messen. Kann man mit jedem Probe machen, der da drin ist. Ich habe mich jetzt dazu für den hier entschieden, ich brauche hier nur eine Messung. Die kommt nämlich direkt neben die dicke Rippe. Des Weiteren brauche ich einen Fühler, der in der dicken Rippe steckt. Den bringe ich jetzt gleich auch direkt an. So. Das ist das Schöne, diese Dinge haben elendig lange Kabel. Also das ist absolut brillant. Herzlichen Glückwunsch an die Firma Inkbird. Wer die Idee hatte, super. Und die haben hier hinten ein Griffstück angeraut, mit dem man packen kann. Mein letztes hatte das auch, aber das war dermaßen glatt. Da bin ich immer drüber hinweggerutscht und dann mit meinen Fingern schön in den Siff. So. Und weil es halt das Neue ist, kann ich das auch mal kurz zeigen. Ich hole das mal eben raus. Die Aufladung erfolgt per USB-C. Das ist total brillant, weil das so ein einheitlicher Standard ist, den jeder benutzt mittlerweile. Selbst Apple hat USB-C. So, dann hole ich euch nochmal eben dazu. Da haben wir es. Das führe ich hier schön ein, sodass wir mittig irgendwo über den Rippen landen. Ich halte das mal eben hier dagegen. So, das kommt jetzt so auf den Grill, den mache ich noch nicht fest am Thermometer und zwischendurch kann ich auch mal an den anderen Ecken dieses Dings messen, über den hier. Mit den dicken Rippen verschwinde ich jetzt an den Grill
Und dann rufe ich euch wieder dazu. Um die Temperatur im Grill zu halten, nehme ich mir, das ist im Übrigen Leitungswasser, erstmal ein Liter Wasser, heiß. Sehr heiß. Und diese kommt dann in den Grill. Sorgt für ein vernünftiges Klima und für beständige Temperaturen. Dann gebe ich dem Grill jetzt mal kurz volle Pulle. Hier habe ich meine Räucherbox. Die ist gefüllt mit Buchenspänen und Eichenchips. Die Eichenchips liegen drunter, sind hier zwischen. Hinterlässt ein sehr schönes Aroma. So. Auch da kommt der Deckel drauf. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Deckel drauf. Und dann geht er erstmal hier unten rein und wenn das dann heiß genug ist, fängt er an zu qualmen wie ein großer hoffentlich. Da es wahrscheinlich die Hot and Fast Methode werden wird, weil meine Kinder ja heute noch essen wollen, werde ich das Ganze nachher so bei 130, 140 Grad erstmal einregeln, damit das vernünftig räuchern kann. Nachher dann in Butcher Paper einpacken, beziehungsweise in, oder Alufolie, weiß ich noch nicht genau. Und dann geht das Ganze bei höheren Temperaturen auf den Grill. Jetzt habe ich natürlich prompt den Raumtemperaturmesser drin gelassen. Den gehe ich mir jetzt eben noch holen. Dann schließe ich den auch noch an. So, wie es sich für eine gute Schürze gehört, die ersten Flecken sind drauf. Wo ist es? Da. Die ersten Flecken sind drauf. Yeah! Und so sieht es jetzt im Grill aus. Wir haben einmal hier unten das Fleisch. Darunter die Schale, darunter sind die Räucherspäne. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich darauf warte, dass die endlich zünden. Das geht halt nur bei höheren Temperaturen. Das heißt, wenn die Schale jetzt gleich anfängt heiß zu werden, kommt auch automatisch der Qualm. Ja, das bleibt jetzt wie gesagt 3 Stunden zum Räuchern drauf, beziehungsweise zum Smoken. In der Hoffnung, dass es nachher auch einen schönen Ring gibt. Und wie gesagt, dann schauen wir weiter. Bis dann. So, laut meiner Uhr ist das Ganze jetzt 6 Stunden auf dem Grill. Davon über 3 Stunden räuchern. Dann mit 150 Grad haben wir zwischendurch erreicht. Das Ganze auf Temperatur gezogen. Das heißt, wir haben jetzt so, ich meine, zwischen 76 und 78 Grad Kerntemperatur. Jetzt gehen wir ans Dämpfen. Dazu habe ich mir 2 GN-Behälter hineingesteckt. Das ist schön. Der eine liegt hier genau in dieser Kante auf, sodass hier drunter auch viel Platz ist. Dann nehme ich mir einen Radler. Verteile das hier unten drin. Dann schnappen wir uns mal das Stück Fleisch. Das kommt jetzt da drauf. Hier nehmen wir uns jetzt Aluminiumfolie. Ich habe nicht genug Backpapier da, sonst hätte ich das genommen. Der kommt dann da rein. Mist. Hoppala. Den werde ich jetzt einfach hier oben drauf legen. So, einmal haben wir jetzt hier auf mittlerer Etage die gut verpackten Rippen. Oben drauf habe ich den Temperaturfühler gelegt. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Da kommt man spät nachts nach Hause, will gucken, wie weit ist das Pulled Pork. Beziehungsweise die Pulled Ribs, da ist es gasleer. Schaut euch das mal an. Ist das nicht niedlich? Ja, ich hoffe, das Fleisch war zwischendurch fertig.
Es hat jetzt noch eine Kerntemperatur von 80 Grad. Es war ja schon bei 87 irgendwie sowas. Also insofern, ich gehe davon aus, das Fleisch ist fertig, weil mehr kann ich jetzt nicht machen. Das ist so unglaublich. Pulled Pork, meine Nemesis. So, Grillfreunde. Jetzt kommt's. So, da ist das gute Stück. Das fühlt sich sehr gut an. Ich glaube, ich hole es mal auf einen Teller. Und dann würde ich sagen, also mal abgesehen davon, dass jetzt die Kruste da ein bisschen dran festklebt. Die klebt nämlich wie Sau, stelle ich hier an dem anderen gerade fest. Nochmal, guck mal. Heiß. So. Dann kann man so ablutschen. Boah, ist das geil. Hier dieses Honey Hock Hot. Klar, scharf, gar keine Frage. Aber wie gesagt, dermaßen geil. Hier waren ja die Knorpel. Guck mal, das kann ich so. So abziehen. Selbst die Knorpel sind total weich geworden. Ich würde sagen, das ist absolut genial. Wenn ihr der Meinung seid, das hat mal wieder genauso gut geklappt, wie es klappen sollte, und ich glaube, ich habe das Pulled Pork endlich besiegt. Das zweite hintereinander, was mir jetzt gut gelungen ist, das habe ich jetzt sogar hot und ein bisschen fast gemacht. Und wie gesagt, der Geschmack ist einfach nur brillant. Wie gesagt, ich lasse jetzt noch kurz die Familie testen. Lasst mir noch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir einen Daumen runter da. Aber sagt mir dann bitte auch kurz, warum es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit sehr lange Videos gedreht mit vielen Längen auch noch drin. Das kann man so noch dazu. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert wieder. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag.